Dann habe ich mir gedacht, könntest mal irgendwas müsstest du ja machen. Irgendwas, du kannst ja nicht nur arbeiten gehen und irgendwas zum Ausgleich. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du? Und dann bin ich durch eine blöde Idee auf Streichhölzer gekommen. Und dann versuchst du es mal, machst einfach mal Streichhölzer. Meine Frau hat mich dann schon ein bisschen, ja, okay. Geht nicht, gibt's nicht bei Manfred Pulina. Das Schwarzwaldhotel am Titisee war die größte Herausforderung in seinem Bastelleben als Streichholzkünstler. 6000 Streichhölzer hat er in 8 Monaten verbaut. Das Schriftzug vorne, das Drescher-Hotel, Schwarzwaldhotel am See. Also da war ich den ganzen Sonntag dran. Den ganzen Sonntag von morgens bis abends. Da habe ich 4-mal angefangen und wollte ich schon wegschmeißen. Dann habe ich doch, bin am Sonntagmorgen angefangen und dann war es am Mittag fertig. Und dann war okay. Vor über 30 Jahren hat Manfred Pulina mit dem Streichholzbauen angefangen. Darunter so markante Gebäude wie das Rathaus von Lenzkirch und die Firma Testo bei Titisee, für die er als LKW-Fahrer arbeitet. Ich bin LKW-Fahrer und ich habe einen ziemlich stressigen Job. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann muss ich abschalten. Da muss ich einfach mal ein bisschen runterkommen. Und dann setze ich mich hin und fange und dann vergesse ich auch alles. Dann fällt all die Zeit weg. Und man konzentriert sich auf diese Kleinigkeiten. Streichholzkopie und Original. Manfred Pulina hat sich im Hotel angemeldet und Chefin Marion Munninger ist begeistert über sein Geschenk. Großartig, aber ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bis ich es jetzt gesehen habe. Also wirklich, es ist alles da, detailgetreu. Für Manfred Pulina der schönste Moment. Wenn sich einfach andere darüber freuen, dann freut es mich auch. Und es ist ja nicht so, das ist ja auch ein Hingucker. Im Hotel wird es jetzt einen Ehrenplatz im Foyer haben. Das nächste Projekt steht auch schon an, der denkmalgeschützte Kiosk des Freibads in Lenzkirch-Kappel. Badchef Janik Kötting arbeitet in seiner zweiten Saison hier. Sein Vater will ihm das Streichholzkunstwerk schenken. Aus so kleinen Dingen was Großes zu zaubern und die Geduld zu haben, das alles einzeln so hinzumachen, ich meine, ich könnte es nicht, ne? Aber deshalb betreibe ich ein Schwimmbad und er macht Streichhölzchen. Wie lange er für den Schwimmbadkiosk braucht? Ein paar Monate mindestens. Doch danach will sich Manfred Pulina eine Pause gönnen. Und dann mache ich mal 2-3 Monate gar nichts. Denn ich muss auch mal ein bisschen mal weg Abstand halten, weil man träumt davon schon manchmal. Bis dahin müssen allerdings noch einige Hölzchen verbaut werden.